So, und visiere dich an und ich bin tot. Scheiße. Ich bin tot. Aber das ist nicht der erste Tod in diesem Spiel. Es geht weiter mit The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Hier auf der Insel Capo Grande. So heißt sie. Und ja, im letzten Part haben wir diese Höhle hier entdeckt. Und heute will ich sie betreten und schaffen. Ich glaube, das ist eine Kampfhöhle. Deshalb wollte ich sie im letzten Part nicht starten. Und ja, es ist eine Kampfhöhle. Wir müssen hier Kämpfe bestreiten. Und zwar ist es so ein bisschen sowas ähnliches wie die Drillhöhle. Aber ich glaube, es gibt mehrere in The Wind Waker von diesen Höhlen. Ich weiß das nicht genau. So. Man sollte aber aufpassen. So, yes. Und Rubine sammle ich natürlich auch gerne ein. So, da haben wir den ersten Raum geschafft. Nice. Heilung habe ich ja. Und die Fackel wird angezündet und es öffnet sich ein neuer Raum. Obwohl, wait. Alle Räume sind sofort offen, okay? Nur außer den einen. Und ich glaube, hier kriegt man sogar ein Triforce-Teil. So, wenn man sie alle besiegt. Aber sie besiegen sich natürlich auch gerne von alleine, weil sie mit ihren Waffen sich gegenseitig schlagen. Ist auch nice zu sehen, dass die Gegner IQ haben, um sich gegenseitig zu zerstören. Ja, und damit wäre auch der zweite Raum geschafft. Das ist wirklich, das war aber wirklich easy. Oh. Oh nee. Hier kommen diese Magier ins Spiel. Das hasse ich. Weil ich diese Magier hasse. So. Aber mit zwei Schlägen sind sie zum Glück tot. So. Und sie brauchen nicht mehr. Aber wie wir wissen, können sie neue Gegner spawnen lassen. Und das ist halt ätzend. So, dieser eine Raum ist verschlossen, aber ich glaube, wenn wir alle diese Räume bestreiten, dann wird er sich öffnen. Und hier sind zwei solche Assis. Die sind eigentlich auch keine Herausforderung, weil sie sich gegenseitig schlagen. So, ja, komm. Schlag richtig zu. So. Und nicht mit deinem hier Wegstoß-Hit. Und ja, die haben auch nichts zu bieten mehr. Außer sie sind in großen Massen, wie im letzten Part bei dieser Drillhöhle. Und natürlich am Ende spawnt noch eine Nimbus-Garde. Die überraschen wir jetzt und schneiden ihre Rüstung ab. So. So, eine Wirbelattacke ist nicht schlecht. So. Und eigentlich sind das nicht Nimbus-Garden, sondern Schatten-Garden. Ist der richtige Begriff. Die Nimbus-Garden trifft man hier nur. Trifft man in diesem Spiel nur am Ende. So, und zwar ist sie rot. Aber die alle anderen sind Schatten-Garden. Aber für mich bleibe das Nimbus Garden. Obwohl eigentlich zählen, glaube ich, als richtiger Nimbus Garden nur die aus The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Eigentlich aus Twilight Princess. So, okay, hier wird wahrscheinlich wieder das Lied des Windes gebraucht. Nein. Oh nee, wie spielt man jetzt noch? So. Lied des Windes gespielt. Und ich hoffe, aber eigentlich ist es auch sicher, sieht man an diesem
Podest, dass es ein Triforce-Teil ist oder eine Triforce-Karte. Es kann beides sein. Oh, das ist ein Triforce-Splitter. Wir brauchen noch zwei, dann haben wir alle. So, okay. Dann haue ich von hier ab. Kann ich euch zerstören? Ist auch egal. So. Eigentlich habe ich mir hier etwas Schwierigeres und Härteres vorgestellt. Aber damit kann ich mich auch zufrieden geben. So. Wo ist der rote Leunenkönig? Hä, wo ist er? Hä? Ist er... Ach so, da. Bist du hierher abgehauen? Ja, weil hier gibt es keine Schiffe. Hätte ich an seiner Stelle auch gemacht. Was ich jetzt aber auch mache, ist diese Schiffe zu beschießen. Weil ich glaube, die können Schätze droppen, die für die 100% wichtig sind. Aber leider hat der nichts gedroppt. So, und mit Bomben kann ich sparlos umgehen. Wenn wir brauchen, können wir uns neue kaufen. So. So, du bist dort auch tot. Dann fehlst du nur noch. So. Komm, und das dich töten wir jetzt schnell. Ja, und es gibt für sie nichts. Okay, dann habe ich jetzt keine Ahnung, was wir noch erledigen können. Aber ich glaube, es wäre keine schlechte Idee, in diesen Teil der Karte zu schwimmen. Und... Hä, wieso habe ich nur ein Herz? Keine Ahnung. Und das hier zu erkunden und uns die Karte von diesem Gebiet holen. So. Hallöchen, mein Freund. Kannst du mir die Karte geben? Ja klar, geht doch. Fürs Futter mache ich alles. So, ein großer Kreis in der Mitte. Okay. Du hast doch auf diesen Reisen bestimmt schon mal diese komischen leuchtenden Kreise im Wasser gesehen, oder? Direkt unter denen leuchtet dir ein versunkener Schatz entgegen. Ja, genau, so ist es nämlich. Aber es gibt auch welche, die leuchten erstmal gar nicht. Aber wenn du eine Schatzkarte aufgeschlagen hast, leuchten sie umso strahlender. Unter dieses findest du dann auch die wirklich fetten Schätze, Jungchen. Das wäre soweit von mir. Okay, damit hat er also diese Schätze angedeutet. So. Es wäre eigentlich nicht schlecht, wenn wir alle Schatzkarten aufklappen. So, aber zuerst gehe ich trotzdem hier rein. Jage dem hier ein paar in seine Fresse. So, und visiere dich an und ich bin tot. Scheiße. Ich bin tot. Aber das ist nicht der erste Tod in diesem Spiel. Ja, speichern, okay. Hier wurde es gespeichert, okay. Ich werde mal jetzt hier das Ding alle Karten aufschlagen, die ich habe. So, das neben einem Herz, das... Aha. Mondinsel, keine Ahnung. Hä? Okay, das checke ich nicht, obwohl, wait. Warte mal, Herz. Okay. Aber so ein Schlauch? Wo könnte denn... das nicht. Die verwunschene Bastion, nein.
Also, das mussten wir noch aufsuchen. Okay. Hä? Das auch? Das glaube ich auch. So. Das weiß ich schon, wo das ist. Neben einem Kreis, okay. Okay. Warte mal. Das könnte Präludien sein, ja. Das könnten irgendwelche Felsen sein, die hier nicht. Wahrscheinlich auch nicht. Nee. Also irgendwelche Inseln auf jeden Fall. Und irgendwelche solche kleine Steinchen. Nee, das auch nicht. Okay. Geisterschiffkarte, Tingelskarte, Wahnsinnskarte, Wachpostenkarte, Teddykarte, Treibhauskarte. Okay. Aber hier gab es, glaube ich, nichts. Ich fahre mal noch einmal kurz rein. So, schnell um durchzuschauen. So. Scheiße. Es wäre nicht schlecht, wenn ich etwas esse. So. Und jetzt von hier abhaue. Und jetzt hier einen kurzen Überblick mache. Und hier gibt es nichts. Ich glaube, wir brauchen hierfür eine Schatzkarte. Okay, dann will ich jetzt nach Portemonnaie. Und zwar haben wir ja im letzten Part ein hier abgeschlossen. Hier. Ich habe vergessen, wie das heißt. Also ein Kauf bei dem fliegenden Händler. So, der fliegt. Also bei diesem Goronen. Und ich will mal kurz wissen, hat sich dort was bei hier, bei diesem Verkäufer getan? Aha, und jetzt ist auch diese Scheißtruhe da. Diese Scheißtruhe ist jetzt auch da. Ich muss nur sie holen. So. Aber jetzt wird es Nacht. Halt's Maul! So, ich muss mich ein bisschen beeilen. So, damit es noch klappt. So. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Ne, 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 ne. Die Windausrichtung war scheiße. Es klappt leider nicht. Scheiße. Und jetzt ist auch das Licht weg. Also kann ich auch kein Licht mehr reflektieren. Nein. Puh, okay, das ist ein Problem. Dann müssen wir halt irgendwie anders mal diese Karte nach abholen. Und eigentlich, jetzt ist Nacht. Das ist scheiße. Ich kann mich in den Briefkasten hochziehen, okay. Kann ich mich noch irgendwo hier hochziehen? Nein, aber was gibt es jetzt bei der Versteigerung? Gibt es hier irgendwas? Vielleicht irgendwas Neues? Vielleicht eine Schatzkarte? So, Hallöchen. Ja, ich will auch der Auktion mitmachen. So, Zeit ist Geld, Zeit ist Geld. Was kommt heute ins Spiel? Es sind immer dieselben Personen da. So,
Hallo, herzlich willkommen an die Auktion. Hier ist mein heutiger Exponat, das dieses... Ich falle aus. Weil das ist wirklich Schrott. Ohne Spaß. Schrott, okay. Sein Safe kann ich immer noch, sein Tresor kann ich immer noch nicht öffnen, leider. So, kann ich eigentlich auf dieser Nein. Kann ich nicht. Ich kann auch bei ihm dann nichts klauen. Wahrscheinlich, aber... Nee. Und ich probiere es auch lieber nicht. Ich bin fair. So. Da brennt eine Flamme. Okay. In die Schule kann ich. Aber... Ah nee, das ist nicht die Schule. Das ist der Fotokameramann. Hast du eigentlich was Neues zu sagen? Ach so. Okay, ja, stimmt. Stimmt. Bei ihm müssen wir ja auch diese eine Quest erledigen. Aber ja. Die muss noch warten. Ich habe sie komplett vergessen. Puh, können wir eigentlich hier noch was erledigen? Ich glaube eher nicht. Ich gehe mal kurz hier rein. Vielleicht finde ich da was. Nee, ich glaube nicht, dass er was Neues hat. So, dann. Ich verstehe immer noch nicht das Rätsel mit dieser Windmühle. Einen günstigen Wind braucht er. Eine schöne Nacht, nicht wahr? Das hier ist ein windbetriebenes Riesenrad. Früher hat es sich heiter mit dem Wind gedreht, doch... Da jetzt kein günstiger Wind mehr weht, steht das bedauerlich still. Aber es ist nicht so, dass es kaputt wäre oder so. Bestimmt würde es sich wieder drehen, wenn ein günstiger Wind wehen und jemand den Schalter hinter betätigen würde. Hm, im Moment weht der Wind nach Osten, wie mir scheint. Nach Osten, aber wohin muss er wehen? Das ist mir nicht klar. Ich vergesse immer das Lied. Wenn er jetzt nach Osten weht, wohin muss er wehen? Nach Westen? Also das ist die einzige logische Erklärung. So. Also ich versuche es. Aber wird es was bringen? Ich bezweifle das. Sie dreht sich einfach nicht. Keine Ahnung warum. Das ist das Problem. Es gibt keine logische Erklärung, wieso sie sich nicht dreht. Hä? Muss der Wind doch nach Osten wehen? Ich check das nicht. Muss vielleicht ich sie so antreiben?
Keine Ahnung. Ich verstehe dieses Rätsel einfach nur nicht. Ich verstehe es einfach nur nicht. Wieso das so ist? Irgendwas ist falsch mit der Windmühle. Ich verstehe nur nicht was. So dreht sie sich auch nicht. Die Frage ist nur, wieso dreht sie sich nicht? Hä? Muss ich vielleicht in so einen Wagen rein? Nein, das bringt auch nichts. Hä? Das checke ich halt nicht. Wieso dreht sie sich nicht? Wieso dreht sie sich nicht? Ein günstiger Wind. Wie? Was versteht man darunter? Ein günstiger Wind. Ein günstiger Wind in welche Richtung? Ist die Frage. Puh, versuchen wir, dass es dann es ein, auf eine andere Art und Weise vielleicht so. Auch nicht. Aber wenn sich der Wind nach Süden drehen wird, wehen wird, dann ist das ungünstig. Hä? Ja, eben. Puh. Vielleicht nach Nordosten oder Ost-Norden, wie auch immer das ausgesprochen wird. Auch nicht. Vielleicht so, aber das gibt halt keinen Sinn. Diese ganzen Windausrichtungen. Ich kann nirgends wie einen starken Wind auslösen. Ich check das nicht. Ich muss da googeln, wie es geht, weil ich verstehe es nicht. Was? Jetzt nicht euer Ernst. Nach Norden. Es ist... Vielleicht verstehe ich ein bisschen die Mühlentechnik nicht oder die Windradtechnik, aber ich glaube, das ist unlogisch. B-
Berichtigt mich in den Kommentaren, wenn ihr es besser wisst, aber ich glaube, das ist unlogisch. So, jetzt muss ich in so einen Kart rein, in so eine hier Kutsche, Behälter, keine Ahnung. Puh, ohne Sicherung. Also nicht nach unten gucken, Link. Hey, und was ist das? Was muss ich hier machen? Gebiete des Feuers bringen den Bogen aus der Ferne. Wirst du zu uns kommen und das Licht des Leuchtturms wieder aufstehen lassen? Dann wird das nächtliche Meer erneut mit seinem sanften Schein erhellen. Prophet J.L. D'Accord. Okay. Feuerpfeile also werden gefragt. Unlogisch, aber okay. Und so erleuchtet der Leuchtturm und diese Truhe spawnt. So, das Problem ist aber, für die Truhe habe ich keine Magie, um darüber zu fliegen. Oder wait. Ich glaube, ich weiß, wie ich es tun kann. So. Du hilfst mir mal kurz. Ja. Ich kann mich hochziehen. Und hier ist ein Herzteil. Yes. Okay. Joa. Und ich glaube, damit kann ich auch den Part hier beenden. War jetzt zwar etwas kurz und nicht so informationsreich wie die anderen. Aber okay, zumindest ein bisschen haben wir geschafft und ja. Wenn euch der Part gefallen hat, dann werde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo, aktiviert die Glocke. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Bis dann und ciao. Ich will noch wissen, was passiert, wenn ich 30 dieser Punkte kriege. Also, deshalb beende ich auch diesen Part jetzt nicht. So. Yes. VIP, was für ein Geschenk. Werden wir im nächsten Part rausfinden.